Hallo, ich bin Bio-Spitzenkoch Harley Lang. Ich bin Küchenchef in der Kurparklinik in Überlingen und ich bereite Ihnen nun einen Gemüsestrudel zu. Ich habe für den Strudelteig Vollkorn-Dinkelmehl zubereitet. Da geben wir Wasser dazu, geben Salz dazu. Dann kommt ein bisschen Essig, ein bisschen Öl. Das Ganze wird zusammengewirkt. Ich knete das gute 5 Minuten, stelle es dann beiseite, weil der Teig sollte dann ruhen. In der Zwischenzeit gehe ich dazu über, nimm mein Gemüse, schneide es in Stifte, Karotten, Pastinake, Kohlrabi, Paprika und Lauch. Das Ganze wird dann kurz im Dampfgarer bei 100 Grad Dampf ca. 5 Minuten gegart. Wenn Sie keinen Dampfgarer zu Hause haben, nehmen Sie einen Topf, stellen den Topf auf, geben ungefähr 1 cm Wasser unten rein, nehmen ein Sieb, das Sie darüber stellen, einen Deckel oben drauf und dann dampft praktisch das Gemüse in diesem Topf. Ich nehme es dann raus, lasse es ein bisschen abkühlen. In der Zwischenzeit kann ich schon meine Füllung einigermaßen vorbereiten. Ich gehe her, nehme meine Käsesorten, ich nehme den Parmesan, den Emmentaler, gebe ihn in die Schüssel zusammen mit dem Ei, ein bisschen Gewürze dazu, etwas Schmand dazu. Zum Schluss habe ich noch ein paar Cashewkerne, die ich einfach klein hacken werde. Die kommen auch noch in die Masse rein und dann ist meine Füllung fertig. Jetzt nehme ich den Strudelteig, rolle meinen Strudelteig aus. Ich rolle den Strudel auf dem Tuch aus, um ihn nachher mit der Füllung besser einrollen zu können. Gebe die Füllung darauf, rolle ihn ein, setze ihn auf mein Backblech, auf den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad, braucht er ca. 40 Minuten. Solange mein Strudel im Ofen gart, bereite ich mir noch einen Dip zu. Ich nehme mir Sauerrahm, reibe mir die Orange ab, presse die Orange noch ein bisschen aus, gib noch ein bisschen Orangensaft dazu dann, schneide mir gleichzeitig noch ein bisschen Schnittlauchröllchen, vermische das Ganze und richte es dann mit meinem Strudel auf dem Teller an. Guten Appetit!